Also, Mach Data. schnell. Und ja, ich habe gesehen, was ich gerade gemacht habe. Wir müssen definitiv ausleeren bald. Ja. Wir haben gerade mal ein Stack verarbeiten, die Hälfte der Kiste ist voll. Ja, und wir haben null Buttered Potato im ME-System. Findest du den Fehler? Was? Finde den Fehler. Ah. Jetzt Okay. ist es gut. Hat den Fehler nochmal korrigiert. Kannst du schon mal nochmal eine Enrichment Chamber machen? Klar. Dann mache ich schon mal die Steel Casings fertig. Enrichment Chamber. Oh, du Haben wir Scherzkeks. noch zwei Circuits oben? Weiß ich nicht, musst du gucken. Gut. Warte, brauchen wir auch zwei? Ne, drei. Wir müssen uns echt mal ein bisschen mehr Stahl auf Vorrat machen. Aber der Server ist ein bisschen am Hinterherhängen, ne? Ja, habe ich mir auch schon gefragt. So, die Steel Casings sind fertig. Jetzt brauchen wir. Okay, wie viele von denen? Vier. Sechs. Okay. Also, das sind dann. 12, 12. Zwölf davon und haben wir noch Obsidian? Ja, oben. Gut. Apfelstroh. Ja, Obsidian haben wir momentan ein bisschen weniger. Da haben wir aber auch schon, hatte ich eine Idee. Und zwar wollten wir dann Obsidian einmal Mittel in den Miner losschicken lassen zur Suche. Wir haben ja eh genug Energie da. Dann gib mir mal kurz einen Obsidian, dann stelle ich das mal kurz ein. Ach, warte, warte, warte. Man kriegt aus einem Obsidian im Pulverizer 8 Pulverized. 4 Pulverized. Hier. Ja. Ich nehme schon. Ach, da bist du. Reset. Config. Das brauchen wir nicht mehr. Dann brauchen wir 6 Dias. Wie viel denn Wichtelei ist schon fertig? 22 Stück. Was jetzt? Er hat 22 Obsidian gefunden. Und wir haben nur noch genau einen Diamanten. Und er will es nicht abbauen. Oder hängt der Miner gerade? Ich habe keine Ahnung, kannst du noch mal ein bisschen. Na, wie heißt das Zeug? Ah, jetzt haben wir auf einmal 32 Obsidian. Kannst du Also mal was? schnell hinten aus dem Pulverweiser das noch ein bisschen Osmium Dust holen? Ich habe gerade das Rezept schon mal liegen und bin zu voll, das rauszuholen. Da. Gut. Osmium Dust. Wie viel ist das schon? Ist er durch oder? Was? Mit dem Osmium Dust. Ja, klar. Gut. Danke. Also ich soll die. Brauchst du gerade die Enrichment Chamber? Ich bereite schon quasi alles Mögliche vor. Also Steel Casings sind schon fertig. Dann gib mir mal kurz eins. Jo. Okay, dann brauche ich nur noch. Dann kannst du Ah, mir. Redstone haben wir ja gleich da. Praktisch. Machst du schon Circuits oder? Ja, ich baue gerade aber nur für mein Gerät die Circuits. Okay. Oder ich schau mal, wie viele
bauen kann. Wie viel braucht man denn? Warte mal, jetzt müssen wir gerade irgendwie ein bisschen Platz kriegen. Ich mach schon mal ein paar bei mir. Das ist ja auch nicht schlecht, wenn wir ein bisschen was auf Vorrat haben. Okay, ich habe die Enrichment Chamber. Okay. Die Purification Chamber kannst. Wo ist da? Da bin ich gerade dran. Kannst mir. Ich habe schon alles vorbereitet. Die Purification? Ja. So, passt jetzt. Gut. Und die Enrichment Chamber. Da fehlen jetzt noch genau zwei Circuits. Ich hab gleich A2. Warte. Gut, dann lege ich das Rezept bei mir schon hin. Und dann ist jetzt der Chemical Injector jeden Moment fertig. So, da ist er. Die Chemical Injection Chamber. Okay. Stellen wir sie hier oben drauf. Warte mal kurz. Das muss. So. Ich schätze mal, dass dieses Brine aus der Salination Chamber da rein muss, ne? Muss in die. Warte, warte, hallo, hallo. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Also, was müssen wir jetzt machen? Erstens, wo ist mein Separator hin? Den habe ich im Inventar. Das Brine muss in den Separator. Im Separator wird es getrennt zu. Muss ich gerade nachschauen? Ich meine, das war. Kann doch hier einfach nachschauen, hier ist noch einer. Brine zu Hydrogen und Chlorin. Ja, das wird im. Das wird. Oh ja, und das wird dann im. In Fuser anders zusammengesetzt und das vervierfacht dann die Erze. Okay, ich seh's. Also, dann können wir doch einfach hier den Separator machen. Ah, jetzt gib mal. Oh, Zicke. Ich weiß schon, wie ich das baue. Ich bin mal schnell Redstone entleeren. Die ist ja schon mal fast am Überlaufen. Alter. Das war hier, ja. Also ihr seht, wir sind momentan reich an Ärzten. Jetzt haben wir auch schon bald irgendwie alles von Mechanismen, was es schon gibt, ne? Ah, ja, noch viel. Reicht doch noch bis zum Staffelende. Staffelende? Die Staffel hat gerade mal angefangen. Also? Wo ist der. Gib mir mal den Chemical. Okay. Na? Ich hoffe. Sollte so funktionieren. Okay. Ach, denk dran, dass wir gleich nochmal das Bevel von der Frosty Farm vergrößern. Nämlich okay. Die Äpfel sind voll. Okay. Jetzt brauchen wir eine Leitung von Brain hierher. Das geht am besten über einen Tesserakt. Hast du einen? Da fällt mir jetzt eigentlich nur der Tesseract von da hinten ein. Aber ansonsten muss man welt. Weißt du was? Die Wolfsfarm ist ja eh gerade leer. Ich gehe dann schnell. Reißt du dann schon mal hier den ab? Dann. Kann man den einfach so abbauen? Mach's mit dem Quicksand Hammer. Wir haben nur einen, ne? Ich hab zwei. Ich hab auch noch einen. Ich hatte mir einen gemacht, weil ich Steine nicht gefunden hatte. Aber ich glaube, es wäre auch besser, wenn wir beide mal einen hätten.
Dann meiner hin. Hast du noch eine Eisentruhe? Nee, eigentlich nicht. Ich hab deinen gefunden. Ich hab mal in die Eisentruhe. Irgendwie zu doof? Ach da. Ich würde mal sagen, das war der Tetan. Ja, du bist zu doof. Christian, du weißt, dass du diesen Kampf nicht gewinnen kannst. Also. Du baust einen Tesserakt. Ändern wir mal gerade um. Brian. Dosh. Crazy. Alles okay? Ja, ich hab's gerade verkackt. Ah. Siehst du in der Aufnahme, wenn sie hochgeladen ist. Das. Oh nein. Obwohl ich mach hier restricted. Konfiguration. Fluid. Receive only. Okay, ich hab schon eingestellt. Warte, ich gehe noch mit hoch. Sollten wir jetzt auch hier in der Gegend weniger Monster spawnen? Wir haben ja jetzt hier schon. Machst du, warte mal, mach doch einen weiter weg. Stimmt eigentlich. Send only. Das geh schon mal runter. Ich wollte eigentlich vor dir da sein, habe einfach Lächeln gemacht. Dosh. Warum kommt da nichts? Ah. Weil du eine wieder gelöscht hast. So. Hydrogen braucht er auch. Man sieht in den Chemical Injection da rein. Sieht man Hydrogenchlorid. Hm. Das ist das, was wir brauchen für die Vierfacherzverarbeitung. Okay, gut zu wissen. Und das sammelt sich jetzt auch hier langsam in den anderen Tanks an. Und ja, das war's eigentlich. Gut. Stell ich noch den Output und den Input richtig ein und dann können wir loslegen. Ich mach mal gerade hier schon mal ein Stack Eisen rein. Es arbeitet, es lebt und wir bekommen 4 Iron Shards. Ein Iron Shards in der Purification Chamber ist ein Iron Clump. Und von da an wissen wir ja schon Bescheid. Warte mal, kommt's dann in den Crusher? Müsste. Nein, nein, nein. Nicht so. Warum nicht? Weil die Iron Shards kommen in die Purification Chamber. Die Iron Clumps kommen in dann da rein. Oh, okay. Dann ich schau mal, ob man es anders bauen kann, ne? Hm. Wie sieht das hier aus? Oh, weil. Oh, oh, oh. Was ist? Meine Frage. Ja. Du willst das Ganze doch drehen, ne? Also anders bauen. Ja, war irgendwann geplant. Komm mal runter. Jetzt haben wir hier diese Anordnung. Warum setzt man den Separator nicht hier hin? Hier die Chemical Infuser und dann hier den die Chemical Injection Chamber. Angenommen, ne? Ja, wenn man nicht nachdenkt, ne? Wenn man die Rezepte im NEI nicht nachguckt. Ey, ich hab's auswendig gekommen. Ja, ich hab mich aber damit noch nicht beschäftigt.
Also, wir werden auf jeden Fall jetzt hier schon mal in nächster Zeit die Erze fertig machen. Ihr habt jetzt auch mitbekommen, wie wir das Ganze aufbauen wollen. Also, das ist quasi jetzt die vierfache Erzverarbeitung. Ob wir die fünffache Erzverarbeitung zeigen, wissen wir noch nicht. Weil das ist nämlich nochmal ein Riesenaufwand. Ja. Und wir wollen es auch noch ein bisschen schwieriger halten. Weil das ganze Modpack ist ja jetzt schon schwierig gehalten, mit der fünffachen Erzverarbeitung ist es ein bisschen sehr OP, finden wir. Vierfache reicht uns. Dorsch. Ja, ich habe schon gesehen. Gut. Dann lernen Crazy und ich jetzt mal das Whetstone aus. Kümmern uns um die Erze, dass die ganzen verarbeitet werden. Und dann können wir in der nächsten Folge, würde ich mal sagen, das ME-System ein bisschen ausbauen. Ja. Und ich kann schon mal ankündigen, wenn alles klappt, versteift euch bitte noch nicht drauf. Kann es sein, dass demnächst bei mir auch einen Livestream gibt. Ich weiß noch nicht, ob es klappt. Ich weiß es nicht. Ich muss es schauen. Okay, dann freuen wir uns mal drauf. Ja. Gut, würde ich sagen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, einfach in die Kommentare schreiben. Ja, schaut doch mal bei den anderen vorbei, beim Trivolo, beim Street Digger oder beim Baker oder Butze. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Technik SMP RT Version 2. Tschö!